Glück. Aufschluss aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mal mit einem geschmeidigen Dual Commentary und zwar ist der Magic am Start. Jo Leute, heute bin ich auch mal wieder seit längerem Start wirklich richtig glücklich, heute wieder hier dabei zu sein. Ja, wir hatten gerade im TS eine kleine Diskussion. Wir haben uns auch minimal gestritten, obwohl das bei uns relativ selten vorkommt. Und zwar haben wir mal ein Thema mitgebracht, wo wir auf jeden Fall auch eure Meinung dazu wissen wollen. Deshalb auf jeden Fall eure Meinung direkt unten in die Kommentare. Und zwar ist es immer um das Thema gehen Black Ops 3, also die Zukunft von Black Ops 3 und die Zukunft von COD. Da waren wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung und ich würde sagen, hau einfach mal kurz deine Meinung dazu raus. Also meine Meinung ist, dass auf jeden Fall COD jetzt mal wieder eine Zukunft haben wird, denke ich mal, mit BO3 wird sich einiges verbessern, oder das hoffe ich zumindest, dass sich halt mit BO3 die Community so ein bisschen erholt, weil jetzt ist ja so ziemlich die Luft raus, weil keiner hat ja mehr Bock auf COD, weil AW tut die Leute nicht mehr so in den Bann ziehen und Ghost sowieso nicht, das sind eigentlich zwei Spiele, die total in der Community so gefloppt sind und ich bin der Meinung, dass halt mit BO3 sich wieder da einiges ändern wird, dass die Leute mal wieder wahrscheinlich aktiv suchten werden, zumindest schon mal das eine Jahr, wo das bis zum nächsten COD, dass da auf jeden Fall und das Game gezockt wird. Und genau diese Meinung bin ich halt nicht, Leute. Ich muss dazu sagen, ich finde Black Ops 3 richtig geil. Also es hat echt Spaß gemacht, diese Beta zu spielen. Ich sehe das aber anders als Magic. Und zwar, ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass das Spiel nicht viel länger leben wird als AW. Also ich gebe dem Spiel Anfang 2016, dann werden es nicht mehr viele Leute spielen. Nicht, weil das Spiel vielleicht schlecht ist, sondern weil einfach diese Luft irgendwie raus ist. Egal, was die jetzt bringen würden, das würde sich irgendwie nicht ändern. Weil es ist halt einfach so, diese Gameplays, diese Public-Gameplays erspielen, das ist einfach auch nichts mehr wert. Das interessiert keinen mehr. Also zum Beispiel, mir ist egal, ob da jetzt Double, Triple Nuclear oder keine Ahnung was läuft. Mir ist es wichtiger, dass das Thema geil ist und er gut kommentieren kann. Und deshalb bin ich der Meinung, dass auch BO3 nicht lange leben wird. Gut, das stimmt mit dem Gameplay-Standard und so, das vermute ich auch, dass damit langsam so zu Ende geht, weil es wirklich so die Leute großteils wirklich schon nicht mehr interessiert, weil es ist auch so eine Sache, die meisten sagen ja immer, es ist eh nicht Legit, das Spiel, es wurde irgendwie geboostet oder sonst irgendwas. Ja, oder auch wenn so, zum Beispiel wie Whisker Wasser, ne, wenn er jetzt sagt würde, ich habe eine Triple Nuclear rausgehauen, dann kommen die Ersten und sagen, ey, du hast das Spiel kaputt gemacht und so, und dann auch wenn ich jetzt sage, ich habe meine Doppel Nuclear, ist für mich als arbeitender Mensch extrem schwierig, weil ich habe ja gar nicht so viel Zeit nach Lobbys zu suchen, da denke ich mir so, geil, ja, Doppel Nuclear, und dann sagt jeder, ist ja nichts mehr Besonderes, und genau das ist, denke ich, das Problem bei der Sache. Ja, das ist wirklich immer schlimm, dass halt dann quasi gute Gameplays eigentlich immer so abwertend behandelt werden, weil man ist wirklich froh, wenn man eine Double hochladen kann, denkt man, okay, das Video kriegt vielleicht ein paar Aufrufe, weil es ein schönes Gameplay ist, aber im Endeffekt juckt es keinen, man wird noch dafür beleidigt, das ist schon heutzutage, finde ich, ziemlich schlimm, deswegen bin ich wahrscheinlich auch schon so der Meinung, dass wahrscheinlich so der E-Sport-Bereich wahrscheinlich auch ein großer Teil vielleicht im BO3 schon mitspielt, ich meine Meinung bist du auch, soweit ich das hier weiß. Genau, also wir hatten uns ja gerade kurz darüber unterhalten, also ich vermute auch ganz stark, dass die Community noch ein Stück schrumpfen wird, also die COD-Community, weil es wahrscheinlich in die Richtung E-Sport gehen wird. Ich weiß nicht, warum, sagt einfach mein Bauchgefühl, ich meine, man braucht ja bloß mal bei Twitter und Co. zu gucken, wenn da Visca Barca postet, er war jetzt mit Gun Elite und keine Ahnung was unterwegs, also er wird auf jeden Fall im BO3 Competitive-mäßig spielen und wenn er das macht, werden das extrem viele wieder machen, weil es ist halt einfach so, die großen YouTuber geben vor, wie was gemacht wird, ist leider so. Und deshalb bin ich mir auch relativ sicher, gerade weil es auch, finde ich, extrem am Hype gewonnen hat. Und es lässt sich auch schön anschauen. Stellt euch mal vor, Leute, ich stream. Das ist extrem spannend, jede Runde zu gucken, ja, gewinnt sie jetzt die Runde oder nicht, finde ich interessanter, als wenn jetzt einer irgendwie mit einem Reverse Boost Account oder keine Ahnung, den ganzen Abend irgendwelche Noobs über den Haufen schießt. So ist das halt, wie gesagt, jede Runde irgendwie was Neues und was Interessantes. Deshalb vermute ich auch ganz stark, dass es in Richtung E-Sport gehen wird. Ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, vom Ansehen her ist E-Sport auf jeden Fall richtig cool und wenn da halt so auch noch so kleine Events mal stattfinden, wo jemand kommentiert, der das so in der Richtung kann und weiß, was er da erzählt, ist es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, weil wenn man sich die großen Events anguckt, ist es auch immer richtig, ich find's richtig nice, wenn da so quasi die Reporter da so richtig abgehen, wenn da die Leute so, ja, so ein Feed und so reißen, geil. So, das ist richtig geil, das ist schon so eine Art Stadionatmosphäre, schon so wie beim Fußball irgendwie so. Der hat so ein Triple-Feed, Quad-Feed und alle am Schreien und am Eskalieren, das ist schon irgendwie. Ich meine, du musst aber überlegen, wir kommen ja eigentlich aus der Sniper-Szene, ne, und interessieren uns jetzt für den E-Sport-Bereich. Also es muss wirklich ein Interesse gewonnen haben, ansonsten würden wir wahrscheinlich nicht über so ein Thema reden.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was kommen wird. Ich bin mega gespannt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich auch diese, na, E-Sport will ich es jetzt mal nicht nennen, sondern competitive-mäßig mal will, was ausprobieren werde. Vielleicht auch einfach mal mit Abonnenten, ein bisschen mit dem Livestream oder so, wenn dann Black Ops 3 da ist. Ich weiß, Leute, ich bin bestimmt kein guter Spieler und ich werde es vielleicht auch nicht werden. Ist mir aber scheißegal. Es hat eigentlich so, ich habe das jetzt in AW mal ausprobiert, auch wenn das nicht so ein gutes Game dafür ist. Hat trotzdem relativ viel Spaß gemacht irgendwie. Und ich meine, vielleicht muss man sich auch anpassen und sagen, hey Leute, so geht's halt nicht weiter. Man muss da vielleicht hier und da noch was machen. Ich werde ja trotzdem halt snipen im Public-Bereich, vielleicht auch super Gameplays erspielen. Aber ich bin mir wirklich relativ sicher, dass da in Zukunft nicht mehr so viel kommen wird. Und vor allen Dingen, man auch keine Chance mehr hat, damit zu wachsen auf YouTube. Weil es halt die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr so extrem interessiert. Das stimmt. Mit den Gameplays alleine wird man auf YouTube wahrscheinlich gar nichts mehr erreichen, weil es einfach, ich meine, der Zug ist irgendwie abgefahren. Es gibt einfach zu viele Leute, die einfach schon wirklich auf einem sehr hohen Niveau spielen, weil es wird dann auch jetzt, auch wenn jetzt mit diesem Reject, mit dem Wiederbeleben, die ganzen Nukleas quasi nicht zählen jetzt in der Community, alle beschweren sich ja jetzt, wenn man damit was hochgeladen hat, das wäre nicht legit und so, aber auch wenn das jetzt beim Release alles rausgenommen wird, trotzdem wird es wahrscheinlich nach ein bis zwei Monaten dann wieder eine Triple Nuklear geben und dann ist auch schon wieder eigentlich das Ziel für jeden Tryhard erreicht, so eine Triple W da spielen, und wenn es die dann schon gibt, ist es dann auch wieder langweilig, weil man muss sich überlegen, im BO2 hat es knapp ein Jahr gedauert, bis die. Man hat dann keine Triple Motivation rauskam, mehr, deswegen, ne? Was? Das ist schon. Ja, man hat ja immer so einen Druck, weil man denkt immer so, wenn ich jetzt ein Nuklear hochlade, das ist ja total nothing special eigentlich so, und dann. Man muss ja, ja schon quasi dann immer was Besseres hochladen, und wenn es dann nur so Triple Nuklears gibt, dann ist es einfach für einen normalen Spieler schon fast unmöglich, irgendwie was halbwegs Ansehnliches auf YouTube noch hochzuladen, deswegen. Gut, ich bin eh immer der Meinung, also ich persönlich scheiß meistens auch auf das Gameplay, mir ist es wurscht, ob ich jetzt da euch ein Doppelnuklear oder keine Ahnung was zeige. Ich glaube, die meisten schauen mich auch, weil, ja, vielleicht ich das gut rüberbringen kann, das Thema, oder einfach Spaß hat, mir zuzuschauen und nicht unbedingt, weil ich der krasseste Spieler bin. Ja, ich würde einfach sagen, wir lassen das Ganze mal auf uns zukommen. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, also wäre auf jeden Fall extrem nice, wenn man sich dann noch ein bisschen unterhalten, diskutieren könnte. Und ich denke, das war's jetzt auch. Ich werde mich jetzt hier verabschieden. Bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte, und der Magic hat die letzten Worte. Tschüss, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.